Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Schön, dass du eingeschaltet hast. Neulich abends, es war schon dunkel, bin ich ans Fenster gegangen und habe den wunderbaren Vollmond bestaunt. Er präsentierte sich vor einem nachtblauen Himmel und ich schaute auch noch durch so ein paar Zweige hindurch. Es sah wunderbar aus. Ich habe mich umgedreht, ganz schnell mein Handy geschnappt und ein Foto gemacht und mich total gefreut, denn ich hatte schon ziemlich viele verwackelte Vollmondfotos, aber das war echt ideal. Ich drehte mich wieder um, legte das Handy zur Seite und wollte mir noch mal einen Blick auf diesen wunderbaren Mond gönnen und sah nichts mehr. In den paar Sekunden hatte sich eine dicke Wolken- und Nebelwand vor den Mond geschoben und ich sah nichts mehr. Ich habe mich total gefreut, dass ich zum richtigen Moment rausgeschaut habe, dass ich das gesehen habe. Und dann wurde mir klar, es gibt solche perfekten Momente, solche Momente, wo ich etwas genießen kann, wo ich mich darüber freuen kann. Und es ist wichtig, dass ich dann auch diesen Moment genieße, weil in der nächsten Sekunde könnte schon wieder was anderes sein. Ich möchte solche kleinen Gott sei Dank-Momente sind das für mich, bewusst wahrnehmen und nicht schon in Gedanken beim Nächsten sein. Savoring nennen das die Psychologen. Das heißt, bewusst etwas genießen und sich auch einen Moment Zeit nehmen dafür, nicht schon gleich zum nächsten weiterjagen. Der Vorteil ist, wenn ich mir Zeit nehme, darüber zu staunen und zu genießen, dann hält dieses Gefühl, sage ich mal, länger. Für mich ist es ein Gefühl der Dankbarkeit, ein Gott sei Dank Gefühl, denn solche kleinen Momente sind für mich wie Geschenke Gottes, wie ein kleines Augenzwinkern vom Himmel für mich. So nach dem Motto, Sabine, den Mond, den habe ich jetzt extra für dich so schön scheinen lassen. Ich wünsche dir in dieser Woche Momente, wo du das spürst. Es gibt Gott sei Dank Momente, etwas, was du genießen kannst. Und sei es in Anführungszeichen nur die Tasse Kaffee am Morgen, die warm in deiner Hand liegt. Oder die paar Minuten, die du dir gönnst und in einer Zeitschrift liest und danach wieder in deinen Alltag einsteigst. Wenn du Lust hast, schreib mir, wo du solche Gott sei Dank Minuten oder Ereignisse erlebst. kontakt@sabine-langenbach.de. Ich freue mich auf deinen Beitrag. Bis nächsten Montag wünsche ich dir eine gute Zeit und tschüss. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.